Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Blog geht es um Psychologie und um psychologische Inhalte, manchmal auch um Kunst oder um Gadgets. Aber heute geht es um Psychologie und zwar um die Persönlichkeitsanalyse, um die strukturelle Persönlichkeitsanalyse. Ja, aber im Vorfeld möchte ich noch auf einen Kommentar eingehen, warum ich das mache. Also da gibt es ganz viele Punkte, die für euch völlig uninteressant sein dürften. Aber neuntens wäre, weil es mich wirklich im Training haltet, sales that fire together, wire together, use it or lose it. Also ich muss mich vorbereiten, ich muss mich einarbeiten in ein Thema und das tut mir gut. Und zehntens, weil ich der Meinung bin, dass YouTube die Zukunft ist. Wenn man sich Firmen anschaut wie Tesla, die nur mehr über YouTube arbeiten, über YouTuber und kaum mehr Werbung schalten in Printmedien oder im Fernsehen, dann ist es für mich einfach richtungsweisend. Ich habe das Glück, viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun zu haben und da kennt kaum noch wer einen Fernsehsender oder einen Held im Fernsehen. Also das hat sich total verändert. Die Kinder mögen YouTube, Netflix, vielleicht noch die Älteren und Spiele, Zocken, Games, aber die herkömmlichen Medien haben kaum noch eine Bedeutung. Und deswegen zwei Gründe, warum ich das mache. Ja, und heute geht es um die Psychologie, es geht um die Psychologie der Persönlichkeit. Viele von euch haben wahrscheinlich schon mit Menschen zu tun gehabt, die höchst ungut waren, auch schwer zu fassen, die im Gespräch alles verdreht haben oder die extrem impulsiv waren, die einen in einem das Gefühl hinterlassen haben, nichts wert zu sein. Und um solche Menschen geht es heute. Es geht um problematische Persönlichkeiten und Persönlichkeitsstörungen. Auf das wollen wir gemeinsam hinschauen, um auch die Entwicklungen in der Psychoanalyse uns genau anzuschauen. Die haben nämlich ein gutes Inventar, um die Persönlichkeit und die Struktur der Persönlichkeit zu beurteilen. Persönlichkeitsstörungen sind in Europa wesentlich weniger ein Thema als in den USA. Das hängt mit der Geschichte zusammen, glaube ich einerseits, dass es einen riesigen Braindrop gegeben hat und ganz viele Menschen in die USA ausgewandert sind. Das hängt damit zusammen, dass es im Bereich der Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörungen nicht die Pille gibt. Es gibt nicht Medikamente, die jetzt bedeutsam helfen. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass wenn man die Diagnose gestellt hat, es auch impliziert, dass man wirklich eine lange psychologische Behandlung oder psychotherapeutische Behandlung braucht. Also das wären einige Gründe, wieso von meinem Gefühl her Persönlichkeitsstörungen in Europa nicht so ein Thema sind, obwohl sie das sein sollten. Solche Menschen können in kleinen Bereichen als Partner Probleme machen. Persönlichkeitsstörungen, problematische Persönlichkeitsentwicklungen können in Familien Probleme machen, aber auch am Arbeitsplatz, an der Arbeitsstätte und gesamtgesellschaftlich gesehen ebenso. Ich bin überzeugt, da fallen euch gleich einige ein, die zurzeit an der Spitze der Weltpolitik sind, wo man sagen würde, ja, da gibt es schon Probleme. Wenn man sich die Literatur anschaut, gibt es unterschiedliche Daten. Weismann 1991 meint zum Beispiel, dass 10-11% der Bevölkerung eine Persönlichkeitsproblematik, eine Persönlichkeitsstörung haben. Und Paulina Kernberg, Alan Weiner schätzen die Zahl viel höher ein, weil sie auch schon differenzieren vom Strukturniveau, also zwischen leichten Persönlichkeitsproblematiken und schweren Persönlichkeitsproblematiken. Und diese Strukturniveaus, die möchte ich mir heute gerne mit euch anschauen. Es hat ja da ganz komische Entwicklungen gegeben in der Psychologie. Man glaubte von der Hautfarbe oder von der Nase oder vom Kopf auf die Persönlichkeit, auf den Charakter schließen zu können vor 100 Jahren und ein bisschen mehr. Aber das waren richtige Irrwege.
Aber die heutigen Methoden der Psychoanalyse mit der OPD oder OPDKJ, so heißen die Instrumente, die sind richtig gut und die möchte ich heute ein wenig erzählen. Otto Kernberg, der 1928 in Deutschland geboren wurde und dann in die USA emigrierte, war einer der Forscher im Bereich der Persönlichkeitsproblematik, in Persönlichkeitsstörungen. Er hat zum Beispiel ganz viel zur Borderline-Persönlichkeitsstörung gesagt und heute differenziert man verschiedene Persönlichkeitsstörungen, auf die ich vielleicht in nächsten Videos eingehen werde, wenn es euch interessiert. Aber er hat die strukturelle Analyse der Persönlichkeit erfunden und das finde ich eine total super Idee und einen genialen Zug. Das heißt, es gibt fünf Aspekte, die wir uns bei einer Persönlichkeit anschauen können und sagen können, ja, das ist gut, mäßig, gering oder desintegriert. Also dieser Bereich ist super, weniger gut oder ganz übel integriert bei einem Menschen. Und diese fünf Bereiche wären die Selbstwahrnehmung, wie nehme ich mich selbst wahr, die Objektwahrnehmung, wie nehme ich andere wahr, die Selbststeuerung ist der dritte Bereich, dann die Kommunikation und die Bindung. Zur Selbstwahrnehmung, der erste Bereich. Da geht es darum, wie realistisch nehme ich mich selber wahr? Kann ich Gefühle differenziert wahrnehmen? Kann ich reflektieren? Wie steht es mit meinem Gefühl der Identität? Also das wären Bereiche der Selbstwahrnehmung, eben mit gut, mäßig, gering oder desintegriert. So kann man sie bewerten. Dann die Bereiche der Objektwahrnehmung, wie nehme ich andere wahr, kann ich andere Menschen ganzheitlich gesamt wahrnehmen mit allen Stärken und Schwächen oder ist es ein sehr allgemeines Bild, es gibt nur Freunde oder Feinde oder alle anderen sind dümmer als ich. Also das zweite wäre die Wahrnehmung von anderen Menschen. Der dritte Bereich ist der der Selbststeuerung, die Impulssteuerung gehört dazu, die Handlungsantizipation, auch die Selbstwertregulierung. Kann ich negative Gefühle aushalten oder platze ich unmittelbar damit heraus? Bei einem Kind oder Jugendlichen würde ich das nicht dramatisch werten, aber das kann reifen, das kann dazulernen. Aber wenn ein erwachsener Mann sehr impulsiv agiert, dann wird es in Partnerschaften problematisch. Dann wird es im Arbeitsplatz problematisch, diesen Menschen, so wie er ist, auszuhalten. Der vierte Bereich wäre der der kommunikativen Kompetenz. Wie kann ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehen? Wie ist mein Zwiegespräch mit mir? Aber auch, kann ich mit anderen in Kontakt treten? Kann ich Beziehungen aufnehmen? Kann ich kommunikativ auf andere zugehen? Das wäre der vierte Bereich. Und der fünfte Bereich, der Bindung. Kann ich Bindungen aufbauen, Beziehungen aufrechterhalten, Bindungen lösen? Habe ich ein gutes Beziehungsgeflecht oder bin ich isoliert, habe kaum Bindungen, kaum Menschen, zu denen ich eine Nähe herstellen kann. Also das wären diese fünf Bereiche und ja, wenn man so jemanden ganz problematischen im Sinn hat, dann probiert einmal aus, diese fünf Bereiche abzuklopfen. Selbstwahrnehmung, Objektwahrnehmung, wie ist er zu anderen, wie ist es mit der Impulssteuerung, wie ist es mit der kommunikativen Kompetenz und wie schaut es aus im Bereich der Bindung. Es geht mir nicht darum, jetzt, dass ihr nicht diagnostische Fähigkeiten habt oder so, sondern eigentlich geht es darum, sich auch ein Stück weit von so sehr problematischen Menschen distanzieren zu können. Ja, wenn ich das Wissen, was ich heute habe, vor 30 Jahren gehabt hätte oder vor 20 Jahren, hätte ich mir wahrscheinlich sehr viel Leid erspart. Und deshalb ist es wichtig, das Strukturniveau und problematische Menschen erfassen zu können, damit man sich selber Leid erspart.
Eine bekannte Psychiaterin hat zu mir gesagt, ja, der entscheidende Unterschied zwischen Menschen, die leiden, Menschen, die ihre kleinen Neurosen haben und Persönlichkeitsstörungen, ist der, dass die eine Gruppe leidet und die andere Gruppe leiden lässt. Und ja, das ist zwar vereinfachend, aber trotzdem sehr treffend. Und wenn man in die Justizanstalten geht, findet man ganz viele Menschen, die leiden lassen, aber trotzdem nie Schuld haben und immer die anderen die Schuld sind. Und auch das wären so typische Kennzeichen eines problematischen Strukturniveaus. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.